alle zusammen. Und bevor das Video startet, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar, du nicht haben wir regelmäßig streamen am Freitag, etwa auf die 19:30. Also es sind damals dabei, 19:30 startet damals der Stream. Würde mich freuen auf twitch.tv/castlech. Und ja, viel Spaß bei dem Video, wo jetzt folgt. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5 in der Ego-Perspektive. Wir haben in der letzten Folge diverse Vorbereitungsmissionen gemacht und können jetzt den Heist machen, wo wir hier einen Geldtransporter überfallen. Und das machen wir auch jetzt in dieser Folge. Wir sind hier jetzt gerade dorthin unterwegs. Wir sind auf der PS5 unterwegs auch und mit der HD Capture Card, also mit der HD 60S Plus. Wie schon im letzten Video angekündigt, habe ich jetzt gewechselt auf alles, beziehungsweise auf PS5 plus auch mit der Capture Card, um da auch nochmal ein bisschen mehr Gameplay oder besseres Gameplay rauszuholen, beziehungsweise wenn ich da die ganze Zeit fest und alles reinfahre, wird das Gameplay nicht besser. Aber wir haben ja da schon ein bisschen einen gewissen Unterschied erkennen von der normalen Game Capture HD, die ich bis jetzt immer hatte, von 2014. Ich bin mal noch googeln, wie alt das ist. Also ich habe immer 2010 gesagt oder 11. Nein, so alt ist sie auch wieder nicht. Okay, lol. So alt ist sie auch wieder nicht, 2014. Aber ich habe gemeint, es ist schon vorher gehabt, aber oder ein. Ich habe gemerkt, das ist schon länger, aber in dem Fall nicht. Ja, eben, wir haben jetzt einfach ein bisschen alles ein bisschen upgraded, hardware-mäßig. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Gameplay alles. Ich sehe dann mal, wie das dann beim Color wird. Ganz wichtig, GTA 5 läuft nicht auf 60 FPS. Es läuft aber wirklich, kann man sagen, auf konstanten 30 FPS, was auf der PS4 manchmal nicht möglich war. Sprich online. Und ja, alle Vorzüge, die wir schon haben hier, oder beziehungsweise der Unterschied zwischen GTA 5 auf der PS4-Variante und GTA 4, oder GTA 5 PS4-Variante auf der PS5, habe ich schon mal ein bisschen thematisiert in einem Vlog und auch im letzten Video. Also gerne mal einfach schnell drin klicken und das abchecken, falls sie es noch nicht gemacht haben. Und ja, legen wir jetzt los nach dem kleinen Zwischenfall mit dem Trevor. Gehen wir jetzt hier zu Raubüberfall. Ich muss hier die Musik wieder ausschalten, wegen Copyright, weil ich wieder mein Intro rein tun am Anfang und sonst kassiere ich dann wieder eine Sperrung auf dem Video. Ihr kennt's. So, dann legen wir da mal los. Und dann würde ich mal sagen, mit uns hindern und sehen uns gerade, wenn wir dort sind. Das ist zwar immer so ein weiter Weg, aber ich möchte hier nicht das Video unnötig in die Länge ziehen. So we really finna do this shit? We finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again? Yep. Hey. Hey. All right. So, listen up. Here's the plan. Hey, Trevor. Yeah? I want you in this position up here. Okay, you're on lookout. Give me a heads up when the armored car comes by. Okay. Yeah? I'm gonna be right here, in the garbage truck blocking the roadway. Franklin, you're in the alley, in a tow truck. Hope is, they pull right up in front of you. When they do, you come at them hard. Bam. Shit, here's hoping. Yeah, after the hit, we blast open the doors, grab up all the cash, bonds, whatever it is, I take it to Haynes' guy. It's all a little hopeful, homie. As long as I am not on the ground when the shit goes down, okay? When the shit goes down, we'll handle it. You stay up here, on your post, eyes peeled. Yeah. Okay? We'll take the risk. Sound cool? Shit, you're the professional, dawg. And at least we're not wearing clown outfits. There's a plus. Right, the masks. What? Let's see what we got here. Huh? Real professional. Let's do this. Let's go, go. Im Trevor, sein Lachen hier ist einfach so geil, Mann. Gut, also jetzt fahren wir mit dem Müllwagen dort das Cyberpress Flats her und müssen dort die Straße blockieren. Alter, die scheiß Autos sind wir, haut mal ab. Da starten wir hier den Raubüberfall. Nein, da muss ich ja noch nicht. Ich muss ja, glaube ich, weiter vorne das Auto querstellen. Da muss ich, glaube ich, noch nicht, oder? Ja, da muss ich noch nicht.
Just a second. I got a visual on the target. Should be with you any moment. All right, Mike, move it! Get the truck in position. So, außerdem demo die Tarrestelle. Gerade mit der Handbremse trainieren. Ui! Okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass plötzlich so ein Effekt kommt, weil ich das Game im Chaos-Mod noch spiele. Nebenbei. So, dann rammen wir den mal weg. Mit dieser Maske hat man so einen komischen Effekt auf die Augen drauf. Das sehen wir sicher auch. So, linksum hat man so einen. Wie sagt man dem? Weiß es gar nicht. So, also jetzt müssen wir doch ein bisschen fighten gegen die Schmier. Kennt's. Jetzt kommt ein bisschen Action Jackson da. Es ist schon lang gegangen, bis die Schmier kommt, hä? Jetzt muss ich zwischen wieder ein bisschen dran gewöhnen, weil ich habe jetzt echt schon lange nicht mehr GTA gegamen kann. Also vor allem jetzt gerade wieder Ego-Perspektive-mäßig, weil das halt wirklich ein Modus ist, wo man eigentlich nicht so oft spielt, in meinen Augen. Oh, Michael hat auch recht Leute dort hinten. Da hinten haben wir recht viel gerade. Oh, nein, wieder aufpumpen. So. Nachladen. Aber das Game spielt sich gerade schon ein bisschen einfacher, so muss ich sagen. Als auf dem PC, wo ich den Chaos-Mod spiele. Da ist einfach wirklich alle 30 Sekunden schon irgendwie ein Scheiß-Effekt drin, wo das Game einfach wieder gerade so sau macht. Aber es ist natürlich sau witzig, muss man wirklich sagen. Schaut die Polizeiverstärkung aus? Ja, ja. Sind wir ja schon dran, wir sind ja gut dran, so. Alles easy! Ah, der Michael ist da gerade ein bisschen in Trouble, aber der hat auch wieder voll Leben, genau. Das ist einfach so ein Witz, da leuchtet es Anfang rot so, wegen so, hey, der ist dann ein kleines Problem gerade, du musst unbedingt zu ihm wechseln. Dafür ist einfach volles Leben noch. Aber das Game will natürlich, dass wir da ein bisschen hin und her switchen und... Ja. So, jetzt sind wir da schnell kurz ein bisschen snipern. Super. Einen haben wir noch mal, der andere steht ja da einen noch. Und der andere steht da oben. Wie er einfach aus dem Nichts einen Sniper gezogen hat, weißt du? Es ist eigentlich so lustig gemacht. So, weg mit dir, weg mit dir. Mit dir da oben noch. So. Ja, Helikopter, wir wieder zum Trevor switchen. Ups, das war ein bisschen früh, hä? Da haben wir ihn. Und jetzt sind plötzlich alle Bullen praktisch weg. So, dann kommen wir in den Müllwagen und verpissen uns. Bin ich so Franklin? Ich glaube schon, ja, ich habe ja zum Franklin geswitcht, glaube ich. Kann man immer so schauen, wenn der Effekt kommt, während dem Fahren, dann nachher bist du beim Franklin drin. Das ist eigentlich noch echt nice, der Effekt, wenn du eben so ein langsames Auto hast, dann kannst du mit dem weiterhin Vollgas um Kurve und dann hast du eigentlich sehr viel Geschwindigkeit, die du rausholst. Jetzt müssen wir halt schon ein Stückchen fahren.
So. Schmierst du meine Muschel mal los, das ist schon mal gut. Oh mein Gott, das Auto unterstützt ja des Todes. Achtung, mal weg da. Oh, oh du sie. Oh mein Gott. Alter, der hat mich doch voll abgekramt. Holy shit. Also ich würde mal sagen, wir springen mal dort runter, also beziehungsweise im Video springen wir mal dort runter, weil wir jetzt noch dort runter fahren, das geht schon ein paar Sekunden. Und da kann ich das auch wieder schnell kurz rauscutten und dann sehen wir es gerade, wenn wir da unten sind. That trash truck is trash, dog. You good? Nice work. I'm about to meet this guy. I'll tell you how it goes. So, okay, dann haben wir das gemacht und jetzt gehen wir noch zum Michael und jetzt müssen wir ja den Devin Weston treffen, oder wie er heisst, oder der ure Spasti, ey. Das nicht anders sagen. Aber man muss wirklich sagen, wenn wir jetzt kommen wir ja zu ihm und er hat wirklich noch coole Missionen, also man muss Autos klauen für ihn und. Und das sind schon noch witzige Missionen und vor allem Missionen, die echt Spass machen. Uppala, jetzt liefern wir aber da mal schnell kurz das Paket ab. Got a package for Devin Weston. Package for Mr. Weston? Come on. Yeah, and I'm telling you that I don't give a flying fuck. There you go, there you go. Boom, so long, motherfucker. Devin Weston. Yeah, I remember you. The weekend interrogator. Invest wisely. Hey, hey, hold on, hold on. We're not done here yet. I got a job for you, bro. 5 top quality scores. Big ticket cars. Major payday, bro. Sounds great. I got just the guy for you. I'll put you in touch. No, 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 I don't want just some dude. I want you. I want your crew. I want pros on this. Yeah, I don't give a fuck what you want, pencil neck. I'll let him know you're interested. I guess I just got you figured wrong, man. Hey, what's the figure? Tell me something. You like football? I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your poison, man. I just like sitting around watching old movies. Oh, there we go. How about I hook you up with Solomon Richards? Bullshit. Solomon Richards, the movie producer? Yeah, he's retiring, man, and I'm doing a finance deal for his studio. I will make the connect just as soon as you. All right. Oh, man. Solomon Richards. Have a good one, boys. So, also dann haben wir die Mission abgeschlossen und haben jetzt auch die Nummer von Devin Weston, den hat er einfach Genauigkeit, man kennt es. ja, dann würde ich mal sagen, wäre es das gewesen mit dieser Folge von GTA 5. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich natürlich immer über den... Oh, Moment kurz, doch noch das Telefon. Hey, what up, Michael? Hey, man. Listen, I got an interesting opportunity for you. An acquaintance of Dave's. An FIB contact? Are you joking? Relax, the guy's private sector. Very wealthy. Could be lucrative. Why don't you meet him and see what you think? All right, yeah, yeah, I'll think about it. All right, me and Trevor will be there too. I promise you, it's a step up for you. A real opportunity. So, also gut. Ja, da würde ich mal sagen, wäre es das gewesen mit der Folge von GTA 5. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn what the fuck? Wenn ihr das Video teilen würdet. Und tschüss, wir sehen uns einfach in einer anderen Folge wieder von GTA 5. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!